Hallo Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Emergency 20 Modifikation Lüdenscheid, und zwar die Brandstätte. Ja, und heute mal mit Webcam, das ist mal was Außergewöhnliches, oder? Ja Leute, passt auf, wenn euch das Video gefällt, hinterlasst doch gerne einen Daumen. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann abonniert meinen Channel, dann seid ihr immer up to date und dann verpasst ihr nichts mehr. Dann würde ich mal sagen, legen wir los, schauen wir mal, was wir denn für einen Einsatz reinbekommen. Okidoki, also, dann gucken wir mal. Neuen Einsatz. RD, eine hilflose Person. Okay, wir haben eine hilflose Person. Wir müssen einen Einsatzort erreichen, Sanitäter ins Gebäude schicken, Einheiten ins Gebäude schicken, Sanitäter mit Trage ins Gebäude schicken. Okay. Oh, beim Subway. Hei. Okay. Ja, wie kommt man da hin? Ja. Also hier. Moment. Hier ist Umzäunung komplett hier auch. Ach, hier geht's rein. Oha. Ja, gut. Dann machen wir folgendes. Wir schicken mal einen Rettungsdienst. Also, wir schauen mal, wo ist denn das? Es ist hier. Okay. Also ein RTW und ein NEF rein. Ja, machen wir hier so. Ups. Okay, gut. Ja, vielleicht brauchen wir noch eine Türöffnung. Ich habe keine Ahnung. Dann schickt man mal eine Hilfeleistungsfahrzeug rein. Oder Hilfeleistungslöschfahrzeug. Keine Ahnung, wie man es jetzt ausspricht. Ich weiß es jetzt gerade nicht. Naja, ihr wisst, was ich meine. Okay, das ist jetzt interessant. Hallo? Was ist denn da jetzt los? Die fahren gar nicht. Jetzt schauen wir mal. Okay, irgendwas haut da jetzt da nicht hin. Super. Ja, kriegen wir hin. Kann eventuell dran liegen. Schauen wir mal. Ah ja. Ah, jetzt fahren sie. Ja, komisch. Ja, das ist ja komisch, oder? Hm. Naja. Wir schicken mal nochmal die Polizei auch noch los. Wir wissen ja nicht, was los ist. Stadtmitte. Ja, Stadtmitte. Alarmieren wir mal die Polizeistreife. Also das Fahren müssen wir ein bisschen noch üben hier. Okay. Der fährt da immer so ran, ja. Ach, das ist ja gleich hier um die Ecke. Ja, okay. Wir müssen die Einheit hier hinschicken, hilft nichts. Weil hier kommt keiner rauf. Also das ist hier eine Mauer. Ja, probiert's doch jetzt. Oh, wow. Tatsache. Ja, also wenn der jetzt, dann kommt der RT wieder auch rein, oder? Nee. So, jetzt steigen wir erstmal aus. Der Notarzt steigt auch mal aus. Dann schauen wir mal. Der Notarzt holt sich mal einen Koffer. Irgendwas stimmt da nicht. Okay, wir brauchen eventuell die Feuerwehr mit einer Axt. Ja, jetzt lassen wir die mal erstmal aussteigen hier. Dann bewaffnen wir uns mal mit einem Equipment mit einer Feuerwehraxt. Auch nicht. Ah, okay. Okay, jetzt habe ich es gecheckt.
Nodas wird gar nicht benötigt. Und keine Axt wird auch nicht benötigt. Okay. Ja, dann können die Feuerwehr... Die können wir mal schnell einpacken lassen. So, die lassen wir aber mal notfallmäßig. Also nicht Notfall, vorsichtshalber mal hier. Machen wir ein bisschen schneller hier. Weil wir wollen ja nicht 2 Stunden warten, bis der da mal ankommt. So. Einheiten ins Gebäude. Sanitäter. Welche Einheiten benötigen wir denn noch? Nee. Notarzt? Nein. Ja, dann schickt man den auch mal rein, oder? Lage im Gebäude erkunden. Okay, ja, interessant. Nach Alarmierung. Ja, als wenn ich es gewusst hätte. Hab ich Glück gehabt. Nodas ist schon vor Ort. Sehr schön, rein mit dir. Ich muss jetzt übrigens mal schnell ein Foto machen. So. Und zwar jetzt einmal. Perfekt. Ja, und schauen wir mal, wie sich das da drin entwickelt. Was ist es? Es ist eine hilflose Person. Was hat die Person? Wissen wir nicht. Keine Ahnung. Okay. Ja gut. Patient tun wir abtransportieren. Das Sanitäter kommt hier mal. Wir machen mal. Ja. Ich habe jetzt echt keine Ahnung, wird der Notarzt benötigt oder wird er nicht benötigt. Wir können ja beide mal erstmal mal einsteigen. Und wir bewegen mal den Notarztwagen hier vor. Und dann sehen wir ja schon, ob er dann noch benötigt wird oder nicht. Ja, schaut mal, wie sportlich, ha? Zack, 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 das ist lustig. Eieiei. So, Notarzt. Was hat denn der Patient hier überhaupt? Wisst man nicht. Okay. Die Feuerwehr können wir mal abmarschieren lassen, also abrücken lassen. So, jetzt schauen wir mal, ob wir mit ins Krankenhaus können oder ob wir eine Notarztbegleitung brauchen. Kriegen wir gleich mit. Ne, passt wunderbar. Ja, Polizei wird auch nicht mehr benötigt. Dann haben wir es hinbekommen, Leute. Dann würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Gehabt euch wohl. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Und ihr könnt ja gerne mal eure Meinung ja, unten reinschreiben, was ihr von Webcam hält. Ob euch das gefällt oder nicht. Ja. Okay, in diesem Sinne, haut rein. Ich bin draußen. Tschüss, Freunde. Servus. Tschüss. So einen Donut würde ich jetzt auch gerne essen. Das schaut lecker aus.